it, and you're going to give it to my children for any reason that my children do not get this money. Felina war die letzte Episode der letzten Staffel von Breaking Bad und basiert auf dem Charakter Felina aus dem Song El Paso von Marty Robbins. Der Song erzählt die Geschichte von einem Mann, der in eine Stadt zurückkehrt, um seine Geliebte zu finden. Am Ende tötet er eine Gang voller Banditen, ehe er selbst starb. Das ist der gesamte Plot hinter dem Finale von Breaking Bad. Das Wort Felina kann ebenfalls in die drei Elemente einer Periodentabelle heruntergebrochen werden, die da wären Eisen, Lithium und Sodium. Das Finale könnte man mit den Wörtern Blut, Meth und Tränen wohl am besten beschreiben. Die Verbindung zu den Elementen wäre da wie folgt zu verstehen: Eisen ist in Blut enthalten, Lithium wird bei der Herstellung von Meth an Vitaminprodukten verwendet und Sodium ist ein Bestandteil von der Tränenflüssigkeit. Ihr seht schon, wie viel man in ein einziges Wort alleine schon hineininterpretieren kann. El Camino beschäftigt sich mit dem Danach und zeigt uns die Flucht von Jesse Pinkman nach dem grandiosen Serienfinale von Breaking Bad. Wie hat es Jesse geschafft, nach dem Finale von Staffel 5 zu fliehen und was hat er in dieser Zwischenzeit alles getan? El Camino steht je nach Übersetzung und eigenem subjektiven Verständnis für King's Highway oder Royal Road, was zu deutsch königlicher Weg bedeuten würde. Vince Gilligan arbeitet mitunter am Drehbuch des Filmes und auch Aaron Paul wird abermals in die Rolle des Jesse Pinkman schlüpfen. You stay where you are. What? I don't know what happened here. What did I do? You stole off me. I have no idea where he is. Don't know where he's headed either. Kristen Roth, Jessys Eltern und Bryan Cranston werden vermutlich in Flashbacks auftauchen. Sie sind allem Anschein nach auch in der Castliste aufgetaucht und Cranston sprach sich in einem Interview sehr positiv zu einem Gastauftritt in El Camino aus. Es wäre demnach nicht abzudenken, dass er dort einmal zu sehen sein wird. Im Trailer sehen wir eine Polizeieinrichtung, die Jessys Labor aufgespürt haben soll und nun seinen Aufenthaltsort ebenfalls herausfinden möchten. An der Wand befinden sich die Porträts der DEA-Beamten Hank und Gomez. Bei dem Mann, welchen die Polizisten verhören, handelt es sich um Skinny Pete, ein alter Freund von Jesse. Dieser kann jedoch keine Aussage über Jessys derzeitigen Standort geben und würde ihm zudem auch nicht an die Polizei verraten. Die Dreharbeiten haben bereits am 21. November 2018 begonnen und gut ein Jahr später wird El Camino nun am 11. Oktober erscheinen. Die Laufzeit wird in etwa 2 Stunden betragen und der Film erscheint exklusiv auf Netflix. Der Maßstab und somit die Erwartungen für den Film sind extrem hoch, da die Serie ja zu einer der besten weltweit zählt. Vielmehr gibt der Trailer an Easter Eggs und Story auch nicht her, er dient vielmehr den Hype noch einmal anzustoßen. Nun seid ihr gefragt: Was meint ihr, ist ein Film für eine spätere Geschichte ausreichend oder hättet ihr euch lieber eine komplett eigene Serie gewünscht, die sich mit dem danach beschäftigt? Schreibt es gerne in die Comments. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao!